Lieber Florian, lieber Enrico, lieber Daniel, lieber Michael, lieber Hinedo, heute darf ich euch die Hände auflegen und den Heiligen Geist auf euch herabrufen. Ihr werdet dadurch für immer zu Priestern Jesu Christi. Heute werdet ihr zum ersten Mal mit mir die Wandlungsworte über Brot und Wein sprechen. Ihr werdet es mit den Worten Jesu tun, an seiner Stelle, mit ihm und durch ihn. Das ist der Kern des Priesterseins. Es bleibt ein Leben lang das Tiefste und Größte, was euch heute anvertraut wird. Es bleibt die Quelle, aus der ihr schöpft. In wirren Zeiten ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Was macht das Christsein aus? Schlicht und einfach mit Christus sein. Ohne ihn ist das christliche Leben ohne Mitte. Christsein nimmt an Jesus sein Maß. Ihm nachfolgen, mit ihm gehen, von ihm lernen, auf ihn schauen, mit ihm Freund sein, noch einfacher, ihn lieben. Und das setzt voraus Wissen, Ahnen, Glauben, dass er uns zuerst geliebt hat. Dass wir von ihm geliebt sind, bejaht, angesprochen, gerufen. Dass sein Wohlwollen uns schon gegolten hat, noch ehe wir davon wussten. Ich verstehe, warum der alte Apostel Johannes in seinen Briefen nur mehr ein Thema kannte: die Liebe Gottes zu uns, die Liebe Christi, der uns zuerst geliebt hat. Letztlich konnte er nur mehr stammeln, sagen: Gott ist die Liebe. Das ist das Wesentliche am Christentum. Darum geht es auch in eurem Dienst als Priester. Was das Tag für Tag heißt, das ist für uns alle die spannende Frage. Das ist der konkrete Auftrag des Christseins. Und dazu ist das Wort Gottes der Wegweiser. Ihr habt für den Weihegottesdienst die Schriftlesungen des heutigen Wochentags beibehalten, aus dem zweiten Buch der Chronik und aus dem Matthäusevangelium, und habt dazu die Lesung des Apostels Paulus hinzugefügt. Es freut mich, dass ihr die Tageslesungen beibehalten habt. Nicht wir sollen uns das Wort Gottes aussuchen, die Stelle aus der Bibel, die uns gerade passt. Wir sollen uns dem Wort Gottes stellen und uns von ihm herausfordern, ansprechen lassen. Schauen wir uns also die erste Botschaft der heutigen Lesung an. Sie ist herb, nüchtern und hart. Und sie sagt euch etwas Wichtiges. Es ist gefährlich, in den Dienst des Herrn zu treten. Der Priester Jojada hat dem König Joasch das Leben gerettet. Erinnert euch vielleicht an die gestrige Tageslesung. Doch der König fällt vom rechten Glauben ab und wendet sich den Götzen zu. Der Sohn Jojadas, Secharia, bekommt eine prophetische Inspiration und spricht zum Volk und mahnt es zur Umkehr. Darauf lässt der König ihn im Tempel steinigen. Jesus wird diesen Mord am Propheten Secharia auf sein eigenes Schicksal anwenden, beziehen. Secharia stirbt mit dem Ruf: der Herr möge es sehen und vergelten. Jesus wird sterbend anders sprechen.
Ihr habt als zweite Lesung die Worte des heiligen Paulus gewählt, der Jesu Wort am Kreuz deutet. Jesus hat sterbend gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht vergelten, sondern vergeben. Caritas Christi urget nos, die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus, da wir erkennen, einer ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Schwestern und Brüder, das ist der Kern der christlichen Botschaft. Nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Nicht Hass, sondern Versöhnung. Aber der Preis dafür ist, nicht mehr für sich selber leben. Euer Weihetag fällt auf das Fest von zwei bedeutenden Märtyrern, die mit dem Propheten Zecharia manches gemeinsam haben, John Fisher und Thomas Morus. John Fisher, Priester, Bischof, Kardinal, und Thomas Morus, Laie, Gelehrter, Politiker. Beide erinnern uns an die Situation vieler Christen auch heute, die wegen ihres Glaubens verfolgt und umgebracht werden. Beide haben dem König Widerstand geleistet, Heinrich dem VIII., aus Gewissensgründen und sind dafür enthauptet worden. So ist es bis heute in der ganzen Welt, zahlreiche Märtyrer des Glaubens. Das Paradox des christlichen Weges, der immer wieder auf Ablehnung stößt, ist gerade die Botschaft der Versöhnung. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete, sagt Paulus. Daher, sagt er weiter, wir sind Gesandte an Christi Statt. Wir bitten euch an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Liebe Weihekandidaten, der Dienst der Versöhnung ist Jesu Auftrag an euch als Priester und an uns alle als Christen. In ganz besonderer Weise ist es der priesterliche Dienst. Und ich freue mich darauf, in der sogenannten Pension, die bald einmal beginnen wird, wieder mehr den Dienst der Beichte, des Sakramentes der Versöhnung, leben zu können. Es gibt kaum einen Dienst, in dem wir so sehr erfahren, warum wir Priester sind. Ich wünsche euch, diesen Dienst oft auszuüben, und ich danke euch allen Mitbrüdern im priesterlichen Dienst, die diesen Dienst so regelmäßig ausüben. Die Liebe zu Jesus zeigt sich aber auch und vor allem darin, dass wir ihm vertrauen. Das ist das Evangelium von heute. Es klingt so lieblich, ist aber höchst anspruchsvoll. Jesus fordert auf zu einem völligen Vertrauen auf Gott. Macht euch keine Sorgen. Zu wem sagt das Jesus? Zu Menschen, die von den täglichen Sorgen erdrückt werden. Sein Publikum sind die Armen, damals und heute. Zu Menschen, die von den täglichen Sorgen erdrückt werden, die nicht wissen, wie sie alles auf eine Reihe bekommen können, das Essen und die Miete, die Heizung und die Steuern. Menschen, die nicht im Luxus leben, sondern wirklich Sorgen haben, wie sie den morgigen Tag, den Monat schaffen können. Klingt es nicht fast zynisch, wenn Jesus zu diesen Menschen sagt: Sorgt euch nicht um das Morgen. Die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes, um sie kümmert sich der himmlische Vater, um euch doch mindestens ebenso. Liebe Weihekandidaten, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, nehmt die Worte Jesu nicht leichtfertig in den Mund.
redet vom Sorglossein nur, wenn ihr euch leidenschaftlich für den Alltag der Menschen interessiert, für ihre täglichen und oft so drückenden Sorgen. Wenn ihr hinschaut, was die täglichen Sorgen der großen Mehrheit der Menschen sind, materielle und seelische, Einsamkeit, Beziehungskonflikte, Sorgen wegen Krankheit und Verlust von lieben Menschen. Jesus kann nur so reden, weil er, Jesus, die Sorgen des Alltags kannte. Er hat sie selber 30 Jahre lang tagtäglich erlebt, bei sich und bei anderen. Wenn er vom Vertrauen spricht, dann hat er selber als Mensch es praktiziert, gelebt, dem gegenüber, den er wie niemand anderer Vater nennt. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Er spricht von dem, den er kennt und den er uns bekannt macht. Vater, Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Meine lieben Freunde, für euch, die ihr als Priester schon unterwegs seid und euch, die ihr heute geweiht werdet, schaut auf Jesus, wie er zum Vater spricht. Wenn ihr wissen wollt, was Vertrauen heißt, schaut auf Jesus, wie er eins ist mit dem Vater. Und seid bitte behutsam, wenn ihr andere zum Gottvertrauen auffordert. Das kommt uns so leicht über die Lippen. Vertrauen untereinander und auf Gott kann ein ganz schön schwerer Akt sein, eine Haltung, die viel von uns fordert. Ihr Kleingläubigen, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Schwestern und Brüder, wie oft erlebe ich mich so, du Kleingläubiger. Was mir da hilft, und das möchte ich euch ans Herz legen, was mir da hilft, ist der Blick auf den Glauben der Einfachen, die Jesus im Griechischen heißt es die Näpioi, die Unscheinbaren, die Kleinen, die Einfachen. Vor solchem Glauben bleibt Jesus staunend stehen. Frau, dein Glaube ist groß, sagt er zu dieser heidnischen Frau, die ihn um Hilfe für ihre Tochter bittet. Der aufmerksame Blick auf den Glauben von Menschen mit schwerem Alltag kann euch davor bewahren, euch über andere zu erheben. Es gibt doch nichts Schöneres für uns Priester, als der Staunende sich verbeugen vor dem Glaubenszeugnis der Menschen, für die wir Priester sein dürfen. Bitte keine frommen Sprüche. Und zum Schluss, Priester sein für die Menschen, das heißt ihnen nahe sein, nicht abgehoben, nicht ich bin der Priester. Die Menschen wissen es, dass ihr Priester seid. Du brauchst es nicht zu betonen. In den inzwischen langen Jahren als Bischof, aber schon lange davor, habe ich so viele Priester erlebt, vor denen ich mich innerlich verbeuge. Ich tue es hoffentlich vor allen Priestern. Denn sie sind von Christus beauftragt, bevollmächtigt, sie stehen in seinem Dienst. Ich weiß von mir selber schmerzlich, wie wenig ich diesem Auftrag Jesu entspreche. Aber ich erlebe auch dankbar, wie viel Wertschätzung für uns Priester da ist. Danke, dass ihr euch heute senden lasst, dass ihr euch Jesus anvertraut. Seine Liebe zu den Menschen sei das Herz eures priesterlichen Dienstes. Caritas Christi urget nos.
Die Liebe Christi drängt uns. Und so drängt mich heute, euch Mitbrüdern im priesterlichen Dienst, ein großes Danke und ein Vergelt's Gott für euren Dienst zu sagen, in den ihr, liebe Weihekandidaten, heute für immer eintretet.